Ich muss mich seit einiger Zeit beim Meditieren anstrengen. Schlüsselwort anstrengen. Ist das möglich? Das schaffe ich höchstens 10 Minuten. Zurzeit langweilig, strengt an. Ist das normal? Also Nummer 1, anstrengen. Also das Anstrengen sollte nicht sein, ja. Aber Langeweile ist eins der 5 Standardhindernisse in der Meditation. Und das ist gut, dass du das bei dir selber auch betiteln kannst, sagen kannst, das ist Langeweile. Ja. Und du kennst das, freundlich, aufmerksam und gelassen. Also nicht anstrengen, sondern zu sein mit Rain-Prinzip. Ich habe das schon öfter erwähnt, also mitkriegen, hier ist irgendwas. Hast du benannt, Langeweile. Erlauben. Ne? Rain. Recognize, allow, erlauben. Erlauben. Langeweile. Okay. Gehört mit zur Meditation, dass du wirklich dann erstmal mitkriegst, wo hier ist irgendwas. Oh, das ist Langeweile. Erstmal sein lassen. Also so die Langeweile sein lassen. Und sich das wirklich angucken. Also die Aufmerksamkeit zur Langeweile zu lenken. Also zu dem, wie sich das anfühlt. Was ist das? Langeweile. Einfach mal dabei zu bleiben und dann zu überlegen, Moment, ich weiß, diese Meditation, oder ich nehme an, das ist die Erkenntnis dann nachher, dass auch das Sitzen in Langeweile mit der Einstellung, wichtig, freundlich, aufmerksam und gelassen, also mit so einer spielerischen Interessiertheit, was ist da los? Was ist das? Langeweile? Wie fühlt sich das an? Was kann ich daraus lernen? Also nicht anstrengen. Nicht Anstrengung kommt, weil ich das nicht haben will. Ist auch Standard. Mit etwas sein, was man nicht haben will. Etwas haben, was man nicht hat. Das sind die 2 Sachen, die eben zu Reibung führen. Und das kann man erstmal wegnehmen, indem man sagt, erlauben. Das ist Langeweile. Okay. So fühlt sich Langeweile an. Interessant. Und dann Freundschaft mit der Langeweile schließen. Geht. Also das Investigate. Also wir hatten mitkriegen. Hast du gemacht. Erlauben, Langeweile. Erlauben, einfach da sein lassen, ohne etwas anders haben zu wollen. Dadurch entsteht deine Anstrengung. Du willst das nicht. Das soll weg. Nee, ist ein Zeiger. Ist eins der 5 Hindernisse. Ist ein Zeiger. Da muss man mit umgehen. Da kommt man nicht drum rum. Diese 5 Hindernisse wie Müdigkeit oder der plappernde Geist sind normale Sachen. Das gehört mit zur Meditation, wenn man eben lernt. Das steht in daoistisch und buddhistischen Texten in Bezug zur Meditation. 5 Hindernisse. Und dann untersuchen und daraus lernen. Wie gesagt, wie fühlt sich das an? Was sind die Ursachen meiner Langeweile? Enorm hilfreich. Man lernt da enorm viel drüber. Also es wird von vorher einem Hindernis, Langeweile, ich will das nicht, zu, wow, ich lerne hier über mich, was sind die Ursachen von Langeweile? Weil du hast sie ja vorgenommen, in der Zeit möchte ich meditieren. Und dann taucht sowas auf. Und das ist wirklich ziemlich wichtig, damit umzugehen. Okay, kann ich das hier mit Springbild da mal was rein? Ja, und erlauben, genau, erlauben.
Und der Stress entsteht eben dadurch, dass du es nicht haben willst. Oder weil du eben sagst, das gehört nicht zu meiner Meditation, die hat hier nichts zu suchen, die Langeweile. Nee, 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 nee. Das ist genau das, was du dann brauchst. Also du hast diese fünf Hindernisse sind deswegen gut, weil die einen niemals überfordern. Ne? Es sei denn, du machst da Stress draus. Dann überforderst du dich aber selber. Also es gibt es ganz, ganz selten, dass man überwältigt wird von irgendwelchen traumatischen Erinnerungen oder sowas. Also das wären dann solche Gegenanzeiger. Aber Langeweile ist sowas, da wo du dann auch deine Reaktion darauf mitkriegst. Ne? Das ist enorm befreiend, wenn du selber mitkriegst, wow, ich mache mir hier Stress. Es ist einfach nur Langeweile. Manchmal führt das zu enormem Lachen über sich selber. Was machen wir hier für Stress? Dummes Zeug, ist Langeweile. Ne? Kenne ich. Hallo, Freund, Langeweile. Willst du mir etwas mitteilen? Ne? Das führt auch zum inneren Lächeln. Weil diese fünf Hindernisse, Langeweile ist auch so einer, hindert einen an der inneren Zufriedenheit. Also die Langeweile eben nicht, sondern die eigene Einstellung, dieser Stress, es soll nicht so sein. Und dann dieses Lachen ist enorm befreiend, zumindest führt es schon mal zur Zufriedenheit. Und dann hast du eins dieser fünf Hindernisse immer häufiger umgedreht, umgedeutet zu lächeln. Ist dann nichts Schlimmes. Ist dein Freund, manchmal zeigt er dir was. Ist gut, das bei dir festzustellen. Okay.